Liebe Zuschauer und Zuschauer, herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einer neuen weiteren Folge von Lüdenscheid für Mercy 5. Wir freuen uns, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, und für diejenigen, die noch mehr von unseren Inhalten entdecken möchten, haben wir eine ganze Playlist mit weiteren Folgen zusammengestellt. Unser Kanal bietet jedoch nicht nur diese Serie an. Ihr könnt auch andere Projekte wie Biberfelde, Winterberg, verschiedene Mods, Behavior Field oder Biberfelde Next Gen für Mercy 5 hier entdecken. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr alle wichtigen Informationen, sei es unter der Präsenz in den sozialen Netzwerken oder die Möglichkeit über den Download. Wir wünschen euch nun viel Spaß und Vergnügen bei dieser Folge und auf dem Kanal. Ja Leute, herzlich willkommen. Ja, hier ein kleines Willkommenskommentar und dann geht es jetzt auch mal los. So, die können dann hier alle wieder aufsetzen und einrücken. So. Und dann gucken wir mal, was uns heute so erwartet. Ja, heute Lüdenscheid. Ich bin mal gespannt, was wir da so für Einsätze reinbekommen. RD, Alkoholintoxikation. Ja, wenn es nicht der Erste ist, der hier Probleme mit Alkohol hat. So, gucken wir mal, ob wir hier ein Fahrzeug zum First Respondern hinschicken können. So, da ist jetzt noch keiner. Ja, hier wird Vollalarm ausgelöst. Ja, okay, die sind gleich schnell. Wie sieht es hier mit dem NEF aus? Das kommt hier vom Klinikum. Pol, Diebstahl. So, hier haben wir einen Dieb. Da würde ich gerne... So, schick mir mal hier den Streifenwagen vorbei. Ist da eine verletzte Person? Nein. So. So, der Streifenwagen ist auch gar nicht so weit weg. So, und der Täter läuft uns quasi hier direkt in die Arme. So, der Rettungsdienst darf ja einmal übernehmen. So. Dann darfst du dich einmal hier mit Trage ausrüsten. Hier darf der Notarzt übernehmen. Ihr dürft quasi einrücken. So. Da übernimmt der Notarzt einmal. Den hat die Polizei. Okay. Und hier darf der Rettungsdienst sich schon mal hinstellen. So. So, dann einmal bitte abtransportieren. Gucken, ob das NEF gebraucht wird oder nicht. Werden wir jetzt feststellen. NEF wird nicht gebraucht. NEF kann wieder einrücken. So,
hier die Streifen sind unterwegs. Ja, ich habe hier die Einser habe ich alle auf Streife geschickt, dann die Vierer und dann noch ein MTW, damit das ein bisschen fair verteilt ist. So, die. Okay. Haben wir. Und hier gleich auch. Achso, diese sind noch dabei einzurücken. Ja. So. Dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Er fährt der ETB. Nein. Auch schon die nächste Versorgung. B0, Kleinbrand. So, hier haben wir einen Kleinbrand. So, dann dürfen die einmal ausrücken. Und dann geht's auch los hier. So, lassen wir die mal hier auf Alarmfahrt. Und gucken mal, wo es hier hingeht. Ist wahrscheinlich hier direkt um die Ecke. Ja. Dürfte ja mal mit Schnellangriff absetzen. Komm du hier mal rum. Dann mach das mal ein bisschen vernünftig. Sieht das ja komisch aus, glaube ich, dann fahrzeuglich. So, und dann einmal da einrücken. TH1. VU-Fußgänger. Oh, oh. Drei Verletzte. Okay, machen wir VU schwer raus. Das HLF darf sich hier hinstellen. Der RB darf sich da hinstellen. Zweiter HLF dahin. Drei Rettungswagen brauchen wir. Machen wir mal 5 raus. Einfach hier, um sicher zu gehen. Lieber ein bisschen mehr hier haben als zu wenig. So, dann möchte ich gerne noch die Polizei zur. Zur Absicherung hier haben. Ah, da ist direkt der Streifenwagen. Könnt ihr sondern hier direkt die Fahrbahn dicht machen. So, die ILB ist hier angekommen. Da
Schwarzleiter kann ja aber die Lager kunden. Könnt ihr auch. Ihr dürft euch damit ja, jetzt kommt ihr natürlich das volle Programm. So, ihr stellt ja einmal Brandschutz sicher. Du darfst quasi wieder abbauen. Ihr so, gucken, ob wir den mitnehmen können. Die Stadtreinigung würde ich hier einmal gerne haben. Und hier würde ich gerne noch einen Kegel hinstellen. So, dann haben wir den ersten, der kann schon abtransportiert werden. So, mal gucken, ob wir hier mit dem Screenshot zaubern können. So, haben wir jetzt auch einmal einen Screenshot. Der nächste ist abtransportfähig. So, ihr dürft euch dann auch mal hier ums Öl kümmern. Ja, wo ist denn der andere hin? Okay. So. Haben wir hier irgendwie einen Gulli, der abgedichtet werden muss? Ne. Wo ist denn der Streifen? Ach, da ist der Streifen. So, dann bräuchten wir ja einmal den Abschleppen. Und hier einmal die Patienten. So, du kannst einrücken, du kannst einrücken, einrücken. Wo ist denn der mit dem Leckdingsterbumster? So. Du kannst dann quasi wieder aufziehen.
beiden Polizisten, wo sie auch immer jetzt sind. Ach, da. Können einmal hier zu der Person hingehen. Der LKW kann aufsitzen. So, die Unfallstelle könnten wir hier ein bisschen reinigen. Machen wir gleich. Da hat er die Hüten, 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 da hat er die Hüten. Ne, also okay. So, dann einmal hier die Sachen untersuchen. Ja, Notarzt oder beziehungsweise Notärzte können dann abrücken. So. Einmal bitte hier aufholen. Und ihr könnt dann einmal aufsitzen. So, dann haben wir das auch. Ihr dürft hier einmal aufsitzen. Polizei darf hier einmal hin. Und ihr dürft hier dann einmal aufräumen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas zu cleanen? Ne, haben wir nicht. So. Er könnte eigentlich auch hier das Flatterband abmontieren. Und du kannst zurück. So, habt ihr, dann kannst du eindrücken. So, dann haben wir das auch schon. Opfer werden soweit mit dem RTW abtransportiert. Und gucken wir mal, was wir jetzt noch für einen Einsatz reinbekommen. Okay, bisher gerade irgendwie noch nichts. RD, gestürzte Person. Ja, behandeln wir ja einmal die gestürzte Person. Puh, gucken wir mal. Ich würde gerne wissen, ob da auch ein KTW mit Sonderrechten geht. Oder ist zwingend. Ah, nee, es muss Notarzt sein. Okay. So, der Notarzt kann sich dann einmal hier querstellen. Dann warten wir mal auf die Einsatzkräfte. So, die sind auf dem Weg. Wie ich sehe, ja, ist auf dem Weg. Ja, okay, das. Thank you.
Wait. Den können wir ein bisschen vorziehen. So. So, dann haben wir den auch schon abtransportfähig gemacht. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und zu bewerten. Auf Wiedersehen.